Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe hier eine Tasse Tee. Ich habe mein Handy mit euren Nachrichten, denn gestern gab es wieder eine Sprechstunde. Und das heißt, dass ich heute die zweite Folge der farbenfrohen Stunde für euch abdrehe. Ihr wisst ja, wir befinden uns immer noch in so einem Testmodus. Wir haben es jetzt einen Turnus von 2 Wochen, wo ich die Sprechstunde mache. Das läuft, glaube ich, so ganz gut. Ich hatte erst so die Befürchtung, und ich muss mal sehen, wie sich das so gestaltet, dass sich die Fragen dann zwangsläufig alle irgendwo wiederholen und immer wieder kommen. Das muss ich mal sehen, wie das dann läuft. In den entsprechenden Fällen könnte ich ja dann aber auf die vorangegangenen Episoden auch verweisen. Und dann muss ich noch so ein paar Dinge loswerden, die mir wichtig sind. Also ich habe diese Sprechstunde eingeführt. Die ist dann immer montags. Gestern habe ich es von 16 bis 21 Uhr zum Beispiel gemacht. Das ist wirklich gedacht, dass in der Zeit könnt ihr mir Nachrichten schreiben, die ich dann hier beantworte, weil ich es verringern möchte, diese Anfragen, die ich zwischendurch bekomme. Das ist überhaupt nicht so aufgegangen. Ich dachte eigentlich, dass ich mir damals mir und euch einen Gefallen tue. Aber die Nachrichten, die außerhalb der Sprechstunde kamen, haben sich sogar noch erhöht. Und zwar so erhöht, dass ich manchmal Sprachnachrichten bekomme, die einfach fast eine halbe Stunde lang sind. Dass ich erstmal eine halbe Stunde da sitze, um mir überhaupt die Sprachnachricht anzuhören. Und ich muss euch sagen, das tut mir leid, aber das kann ich nicht bedienen. Das heißt, alles, was außerhalb der Sprechstunde an Anfragen bei mir reingeht, und kein akuter Notfall ist. Also wenn ihr einen akuten Notfall habt und Unterstützung braucht, bin ich die Letzte, die darauf nicht antworten wird. Also dafür bin ich da. Aber alles andere, es tut mir leid, kann ich dann tatsächlich nicht beantworten. Wenn euch gerade eine Situation oder eine Frage aufbloppt und es ist halt gerade keine Sprechstunde, dann schreibt eine Memo, kopiert das dann und schickt mir das, wenn ich dann wieder Bescheid gebe, dass wieder eine neue Sprechstunde stattfindet. Ansonsten, ich kann das einfach nicht mehr bewerkstelligen. Und bei manchen Leuten ist es dann schon so, ich antworte einmal, ich antworte auch gerne ein zweites Mal, aber dann ist auch gut, weil dann wäre es ein Coaching. Und ich kann in dieser kurzen Zeit, in dieser Sprechstunde, kann ich kein intensives 1:1 Coaching mit euch machen. Und das müsst ihr bitte auch verstehen. Ich werde auch nicht zur Sprechstunde, habe ich gestern mitbekommen, da bin ich bei der letzten Sprechstunde schon sehr, sehr, sehr ausführlich auf die Themen einer Mama eingegangen und sie kam jetzt wieder mit noch anderen verschiedenen Themen. Auch das kann ich nicht leisten. Das ist ein Coaching. Das ist etwas, was man im Coaching zusammen erarbeiten muss. Das kann ich nicht hier in der Sprechstunde machen und dafür ist die auch nicht gedacht. Die ist dafür gedacht, dass ihr kleinere Sachen, kleinere Problemchen gerne ansprechen dürft. Das sind dann meistens einfach auch Sachen, die viele Mütter was angehen. Deswegen mache ich das dann immer hier so in Videoform, dass ich hier das Ganze beantworte. Das macht auch Sinn und das möchte ich gerne für euch machen. Und ich merke bei den Nachrichten, die ihr mir schreibt, wie hoch der Bedarf eigentlich ist für das, was ich hier tue. Aber auch meine Zeit ist kostbar. Ich versuche, so viel wie möglich für euch kostenlos zu machen. Das ist mir auch wichtig und das mache ich sehr, 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 sehr gerne. Aber bei vielen von euch lese ich heraus, ihr müsst investieren. Ihr müsst anfangen, in euch zu investieren, in euer Glücklichsein zu investieren. Ich kann in dieser Sprechstunde nicht so viel für euch erreichen. Ich kann euch sagen, was die ersten Schritte wären, euch den richtigen Weg weisen. Aber bei vielen von euch ist es schon so verfahren, dass ich euch bitte, in euch zu gehen und anzufangen, in euch zu investieren. Das geht nun mal nicht ohne Geld und Zeit. Ihr könnt anfangen, Bücher zu lesen, zusätzlich zu dem, was ich hier mache, zu meditieren, Yoga zu machen, Tagebuch zu schreiben, diese einfachen Dinge. Aber irgendwann kommt ihr an den Punkt, wo ihr auch Geld in die Hand nehmen müsst. An diesem Punkt war ich auch und mir fiel das auch schwer. Aber dann muss man zum Beispiel mal in einen Audiokurs investieren. Das ist wirklich so ein Kleinstbetrag, aber mit diesen Audiokursen, die ich gebaut habe, könnt ihr schon sehr, sehr viel erreichen. Und ihr habt immer das Angebot, das sage ich auch in den Audiokursen, wenn ihr den Kurs abgeschlossen habt, nochmal einzeln mit mir über eure Ergebnisse zu sprechen. Oder dann mal wirklich zu überlegen, ob ihr nicht ein Einzelcoaching bei mir machen wollt. Es gibt einfach halt eine Grenze von dem, was ich a. kostenlos liefern kann
und was ich auch mit einem geringen Zeitaufwand liefern kann und dem, wo wir dann wirklich intensiv zusammenarbeiten und auch wirklich was auf den Weg bringen und auch wirklich was verändern. Bei vielen habe ich auch gemerkt, dass irgendwie das, was ich erzähle, hier rein und da rausgeht. Also die hören sich das an und ja, und das ist schön und gut und Dankeschön. Und es passiert aber keine Veränderung. Und dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Ihr müsst die Veränderung sein. Wenn ihr dann nichts dafür tut, dann kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Und dann bringt es auch nichts, mir bei der nächsten Sprechstunde im Grunde dasselbe nochmal zu erzählen, weil dann kann ich euch wieder nur dasselbe sagen. Ihr müsst dann die Schritte tun. Ihr müsst den Weg gehen. Das kann ich nicht und das kann auch kein anderer für euch übernehmen. So, genug vorweg geredet. Wir starten mal. Ich hatte gestern eine Nachricht bei Instagram, die werde ich mir jetzt sofort raussuchen und dann machen wir weiter mit den Nachrichten, die ich bei WhatsApp bekommen habe. So, wir starten mit der ersten Nachricht. Ich bin seit 2,5 Jahren Alleinerziehende und arbeite als Kinderpflegerin in einem Familienzentrum und habe 2 Jahre mich hartnäckig durchgeboxt. Dass es ein Alleinerziehenden-Treffen gibt, das finde ich cool. Hast du da Erfahrungen oder Tipps? Tatsächlich gar nicht. Ich würde sehr, sehr gerne mal zu einem Alleinerziehenden-Treffen gehen. Ich weiß von einer Freundin, dass es sowas bei uns in der Nähe gibt. Also ich müsste schon auch 30, 40 Minuten mit dem Auto hinfahren. Aber es gibt es wirklich tatsächlich. Und ich würde es, glaube ich, auch jedem empfehlen. Ich finde sowas immer ganz gut. Würde ab Frühjahr 2019 endlich starten, habe auch vorher noch eine Mutter-Kind-Kur und danach möchte ich schon durchstarten damit. Ist aber schon mit einem Konzeptschreiben etwas schwierig, da ich auch nicht nur Raum zum Austausch bieten möchte, sondern auch viele Empfehlungen oder Themen, die ich unter anderem von dir gelernt habe. Das finde ich richtig, richtig schön, dass man so einen Raum schafft, wo man sagt, okay, man kann sich über Erfahrungen austauschen, man kann miteinander sprechen, was ich super wichtig finde, aber auch immer so ein bisschen Input mitgeben. Wie kannst du dir dein Leben leichter machen? Was kannst du in den einzelnen Bereichen einfach tun, um es dir einfacher zu machen, um auch an dich zu denken? Weil das ist ja immer so meine wichtigste Message, würde ich sagen, ne? Dass ihr euch um euch kümmern müsst, dass es euch gut geht, dass ihr Kraft habt, dass ihr Energie habt, dass ihr glücklich seid und dass ihr euch dann entsprechend gut um eure Kinder kümmern könnt. So, machen wir weiter. Hallo Julia, und zwar habe ich gerade ein Problem mit dem Vater meines Sohnes. Es gab Zeiten, da konnten wir gut miteinander reden. Seitdem ich wieder arbeite, holt und bringt er unseren Sohn jedes zweite Wochenende. Jetzt möchte er, dass wir uns die Fahrt zu 50% jeweils teilen, doch dies sagte er mir nicht normal, sondern in einer sehr herablassenden und demütigenden Art und Weise. Er drohte mir zum Schluss mit Anwalt und einem Gerichtsbeschluss. Ich bin ja für die geteilte Fahrtaufteilung, doch seine herablassende, arrogante und druckmachende Art geht in meinen Augen überhaupt nicht. Seine Partnerin hält dann natürlich voll zu ihm und ich stehe dann ganz allein da. Ich frage mich, welche Konsequenzen sein Verhalten mir gegenüber es für ihn gibt. Ich will, dass unser Sohn regelmäßig bei seinem Papa ist, aber wenn es mir schlecht geht, will ich ihn am liebsten nicht mitgeben, weil es dann quasi wie ein Nachgeben meinerseits ist und eine Art Unterwerfung. Ich hoffe, du kannst mir bei dem verzwickten Thema etwas weiterhelfen. Ich kann das zu 100% so nachfühlen. I feel you wirklich total. Ich möchte das jetzt so ein bisschen aufbröseln. Erstmal hilft es mir tatsächlich, folgendes Gedankenkonstrukt hilft mir tatsächlich, ich habe meinen Satz nicht beendet. Der Vater deines Sohnes übt Druck auf dich aus. Das heißt, er versucht dich zu unterdrücken, zu unterwerfen. Und das machen nur Menschen, die das offensichtlich nötig haben. Das heißt, entweder wird er selbst gerade unterdrückt, sei das auf Arbeit oder in der Familie, und möchte das jetzt Gleiches mit Gleichem tun und dir das antun. Das heißt, ihm geht es schlecht, weil er gerade unterdrückt wird, also versucht er dir jetzt etwas Schlechtes zu tun. Du bist quasi ein Ventil für ihn. Oder aber es passieren gerade irgendwie doofe Dinge in seinem Leben und er versucht jetzt, dass es einem anderen Menschen auch schlecht geht. Ich persönlich kann sowas nicht nachvollziehen, sowas würde mir im Traum nicht einfallen, wenn es mir schlecht geht, dann auch noch dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen schlecht geht. Aber wir sehen das jeden Tag auf Social Media. Warum gibt es denn Hater zum Beispiel? Aus genau diesem Grund. Denen geht es schlecht und die wollen dafür sorgen, dass es anderen Menschen auch schlecht geht. Und genauso macht es gerade eigentlich auch der Vater deines Kindes. Es geht ihm in irgendeinem Bereich seines Lebens schlecht. Das muss er vielleicht noch mal gar nicht selber bemerken oder mitbekommen. Und er sorgt jetzt dafür, dass es dir auch schlecht geht. Das ist erstmal Punkt Nummer 1. Das hat mir sehr geholfen, mir das bewusst zu machen. Vielleicht hilft dir das auch schon weiter. Und dann gehen wir mal weiter. Ich verstehe auch den Punkt, wenn du sagst, dir geht's nicht gut und du kommst gerade mit dem Vater nicht so zurecht, dass du ihm den Sohn eigentlich nicht geben möchtest. Auch das kann ich zu 100% nachempfinden. Aber
das würde ich niemals tun, weil dann wählst du es zum einen auf dein Kind ab und zum anderen verbessert es nicht eure Situation. Also da musst du auch trennen, die Gefühle dann auch irgendwo ein bisschen abtrennen. Also da behalte das wirklich bei. Geh auch Kompromisse ein. Also mach doch diesen, wie es auch immer heißt, Fahrtenausgleich, wie auch immer. Mach das doch mit. Das hat nichts mit Unterwerfung zu tun. Das ist aber ganz wichtig, dass du das erkennst. Es hat nichts mit Unterwerfung zu tun, sondern es hat einfach etwas damit zu tun, dass du der erwachsenere Mensch bist, dass du der Mensch bist, der es für euer Kind, für euer gemeinsames Kind so angenehm wie möglich machen möchte. Es hat nichts mit Nachgeben oder Unterwerfen zu tun. Natürlich gibt es immer eine Grenze, bis wohin du mitgehen kannst, was du alles mit dir machen kannst. Aber auch ich bin in der aktuellen Situation so, ich schlucke ganz, ganz viel runter. Ich spreche vieles nicht an, was mich vielleicht so ein kleines bisschen stört, weil es den Stress einfach nicht wert wäre und weil es heruntergebrochen den Kindern nicht schadet. Also das, was mich vielleicht stört, schadet aber den Kindern nicht. Und das ist immer das Wichtigste. Wenn es den Kindern gut geht, wenn das Kindeswohl nicht gefährdet ist, ist es meistens den Aufriss nicht wert, sich darüber zu streiten. Du musst natürlich immer gucken, dass es dir dabei gut geht, dass du dich nicht schlecht fühlst. Also schau, dass du mit diesen Gefühlen umgehen lernst. Wie gesagt, vielleicht hilft dir der Gedanke schon, dass es ihm wahrscheinlich gerade irgendwie nicht gut geht und er es deswegen an dir auslässt. Das hat mir sehr geholfen. Dann gibt es auch eine Meditation, die ich dir gerne mal in der Infobox verlinke, wo du negative Gefühle loslassen kannst. Weil man hat dann, es brodelt in einem, wenn dann so etwas passiert. Auch ich kenne das. Dann hat man schlechte Laune, man ist wütend, man ist traurig und das musst du loslassen. Weil es ist es nicht wert. Er ist nicht ohne Grund dein Ex-Partner, nehme ich an. Das ist nicht wert. Das musst du loslassen. Es darf dich nicht belasten. Und dabei hilft mir diese Meditation zum Beispiel, die ich dir da gerne mal verlinke. Das einfach hören, in die Situation gehen und es loslassen. Mach das gerne regelmäßig, das hilft ungemein. Weil es hilft uns einfach nichts, wenn wir uns stundenlang, tagelang, wochenlang über diese Situation ärgern, an der wir nichts ändern können. Denn es wird dazu kommen, dass es diesen Ausgleich gibt, dass ihr euch das 50-50 aufteilt. Es wird auch immer so sein, natürlich, dass du in Kontakt mit ihm stehst durch euren Sohn und ihm dann auch ausgesetzt bist und seinen Launen ausgesetzt bist. Die Frage ist nur, was du daraus machst. Wenn du fein daraus rausgehst, weil du gut mit dir bist, dann zeigst du ihm eigentlich mehr den Mittelfinger, als wenn du dich jetzt rumstreiten würdest mit ihm. Das würde ich dir tatsächlich empfehlen. Und man muss dann nicht immer so denken, ja, jetzt komme ich dir wieder entgegen und weißt du eigentlich, was ich alles tue. Also dieses Aufrechnen funktioniert nicht. Natürlich, wenn die Väter die Kinder nur am Wochenende haben, haben sie natürlich bei weitem nicht so viel Arbeit mit ihnen, wie wir das haben. Aber wir empfangen halt auch einfach mal 100-fach so viel Liebe, weil wir die Kinder einfach die ganze Zeit um uns haben, weil unsere Kinder auch zu schätzen wissen, was wir jeden Tag für sie tun, weil sie das spüren, weil sie das merken, weil sie das jeden Tag erleben. Und das ist unersetzlich und das ist immer etwas, was mich aufrecht hält und was mich durchhalten lässt, weil ich das für meine Kinder tue und meine Kinder das wertschätzen und meine Kinder sich immer daran erinnern werden, was ich alles für sie getan habe, wie ich zu ihnen war, wie viel Liebe ich ihnen geschenkt habe, jeden einzelnen Tag, den sie hier bei mir sind. Und das hilft mir auch sehr. Also zu wissen, wofür du das tust, wofür du kämpfst, wofür du auch mal runterschluckst und dann eher an dir arbeitest, als in den Konflikt zu gehen. So, weiter geht's. Meine Frage wäre, was kann ich tun, wenn ich mich total überfordert fühle und dadurch extrem gereizt bin? Bei mir ist es so, dass ich getrennt bin und mit meinen Kindern 9 und 13 bei meinem Freund lebe und wir ein gemeinsames Baby haben von 4 Monaten. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weil wir zu viele Baustellen haben. Unser Haus ist renovierungsbedürftig, hier muss immer was getan werden, auch im Garten. Dazu kommt Baby, was bespaßt werden will und natürlich der Haushalt, der oft liegen bleibt. Ich kann oft gar nicht mehr und weiß nicht, wo ich anfangen soll und Kleinigkeiten können mich dann sofort zur Weißglut bringen. Ich schreie meinen Partner sehr oft an, was ich gar nicht will. Ich bin richtig biestig, neidisch auf andere Familien, wo es läuft und einfach unglücklich, obwohl ich das gar nicht sein müsste. Ich denke, das resultiert aus der Überforderung. Was kann ich dagegen tun? Wo kann ich ansetzen? Ich kann mich im Moment selbst nicht leiden. Hier kommen ganz, 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 ganz viele verschiedene Themen auf einmal. Deswegen möchte ich das gerne wieder so splitten. Das habe ich letztens auch gesagt, du hast ein großes Thema, das ist die Überforderung und kümmere dich jetzt um die einzelnen Teile. Fangen wir mal damit an, dass du ein renovierungsbedürftiges Haus hast und Kinder, um die du dich kümmern musst. Ich habe jetzt herausgehört, das sind so die großen Baustellen. Du musst Prioritäten setzen.
Und du musst Dinge abgeben. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und deswegen würde ich in dem Fall wirklich empfehlen, dir so viel Hilfe wie möglich zu suchen. Also wer kann euch mit dem Haus helfen? Wer kann euch mit dem Garten helfen? Habt ihr vielleicht die finanziellen Mittel, um jemanden zu beschäftigen, der verschiedene Arbeiten für euch tun kann, damit ihr es nicht selber tun müsst? Der einmal im Monat kommt und das Wichtigste im Garten macht? Der alle 2 Wochen kommt und dir große Dinge im Haushalt mithilft? Hast du diese Möglichkeiten? Da gibt es auch wirklich Mittel und Wege. Da gibt es verschiedene Anlaufstellen, wenn man sagt, man hat nicht die finanziellen Mittel, aber man braucht es einfach dringend für sein Wohlbefinden, weil es einem körperlich und psychisch damit schon schlecht geht. Auch da gibt es Anlaufstellen, also informier dich da gerne mal. Das ist so Rotes Kreuz, Caritas, die helfen dir weiter in solchen Situationen. Es muss einem nicht peinlich sein oder unangenehm sein. Das zeigt Stärke, dass du dir Hilfe suchst. Weil es ist wichtig, dass du mental stark bist, dass du körperlich stark bist, um deine Kinder großziehen zu können. Das hat immer Priorität Nummer 1. Und dann kommen diese Unterteile, ne? Dass man sich um den Garten kümmern muss, dass man sich um das Haus kümmern muss, um den Haushalt kümmern muss. Natürlich muss das alles erledigt werden, aber deine Kinder haben immer Priorität, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, deinem Partner gut geht, deinen Kindern gut geht. Dann schau, dass du die einzelnen Aufgaben, die du so hast, mal aufschreibst. Also was sind so Routineaufgaben, die du immer wieder machen musst, über die ganze Woche verteilt. Alles, was im Haushalt und mit den Kindern so anfällt. Einkaufen, Abwasch, Putzen, Wäsche waschen, alles. Schreib das alles mal auf. Und dann schreib dir einen Wochenplan, Montag bis Samstag, und teile diese einzelnen Aufgaben darauf auf. Und dann von da an hältst du dich einfach jede Woche an diesen Plan. Du weißt jeden einzelnen Tag, was du zu tun hast. Es ist kein Tag besonders viel. Und wenn du dich daran hältst, weißt du, du hast alles erledigt. Es ist Struktur drin, es wird alles gemacht. Aber so, dass du es mit den Kindern noch gut handeln kannst, weil du nicht alles in 1-2 Tage packst. Dann ist auch wichtig, diesen Perfektionismus abzubauen, ne? Also solange es deinen Kindern gut geht, die gesund sind, die nicht im Dreck aufwachsen, ist alles in Ordnung. Da darf auch gerne mal ein Krümelchen, gerne natürlich mal rumliegen. Das ist völlig okay. Und dann schau, was sind so die größeren Sachen, die anfallen. Also zum Beispiel, wenn du sagst, das Haus ist renovierungsbedürftig. Dann mach eine To-Do-Liste. Was sind die Dinge, die alle erledigt werden müssen? Und dann setz Deadlines. Also dann setz als erstes Prioritäten. Welches ist das Wichtigste? Was muss wirklich ganz, ganz dringend erledigt werden? Was hat noch Zeit? Was ist etwas, was schön wäre, was irgendwann mal gemacht wird, aber jetzt gerade nicht so wichtig ist? Setz Prioritäten, schreib dann Nummern dahinter. Was hat Priorität 1, Priorität 2? Und dann machst du dir Deadlines. Bis wann muss das erledigt werden? Schreib dir da ein Datum hin. Und dahinter kommt dann in kleineren Schritten, was muss alles dafür getan werden? Also wenn es jetzt eine größere Aufgabe ist, schreib dir auf, was sind die kleineren Aufgaben. Ne? Wenn irgendwas renoviert werden muss, musst du dir Helfer suchen, musst du Material kaufen, musst du dir Angebote von Firmen einholen lassen, weil die das machen müssen. Schreib dir diese kleinen Unterpunkte auf und dann arbeite die nacheinander ab und setz da Haken dahinter. Große Aufgaben in kleine, in noch kleinere Aufgaben unterteilen. Es hilft, den Überblick zu bewahren, und das macht das dann nicht so groß und unüberwindbar, weil wir dann irgendwie Wege finden, da doch hinzukommen, weil wir immer nur ganz, ganz kleine Schritte gehen, aber wir gehen die Schritte. Wir gehen nur kleine Schritte, aber wir gehen sie und kommen dann irgendwann dahin, dass wir dieses Problem abgehakt haben, dass wir es gelöst haben. Das andere große Problem, was ich jetzt herausgelesen habe, ist dieses, ich kann mich selbst gerade nicht leiden und ich lasse das an meinem Partner aus. Und du hast schon gut erkannt, dass das so natürlich nicht gehen kann, weil dein Partner kann nichts für deine persönliche Unzufriedenheit. Das ist etwas, an dem nur du arbeiten kannst. Nur du kannst daran arbeiten, dass du in deinem Alltag, also in deinem ständigen Tagesablauf immer wieder kleine Zeitfenster einbaust, wo du neue Energie tanken kannst. Das predige ich immer wieder. Ihr müsst in eurem ganz normalen Tag immer wieder kleine Momente einbauen, in denen ihr neue, frische Energie bekommt. Das geht durch Meditation, durch Spaziergänge. Einfach sich mal 5 Minuten hinzusetzen und in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken, ohne irgendwas nebenbei zu machen. Nicht Zeitung lesen, nicht Handy, nicht Fernsehen. Einfach mal die Ruhe genießen. Auch irgendwas zum Ausgleich tun, vielleicht irgendwas Kreatives zum Beispiel. Also schaut, da kann ich euch mein E-Book wieder ans Herz legen, das immer unten in der Infobox verlinkt ist. Da habe ich das alles so ein bisschen zusammengefasst. Wie findet man die Energiefresser in seinem Alltag? Was kann man einfach an kleinen Dingen tun, um mehr Energie zu haben? Schaut da auch gerne mal vielleicht auf eure Ernährung, lasst da von einem Experten gerne drauf schauen.
Und dann guck einfach, dass du in deinem Alltag zu mehr Energie kommst. Also ich bin, also meine, ich sag mal, Entwicklung geht jetzt seit 2 Jahren. Wenn ich an diese Zeit von vor 2 Jahren zurückdenke, ich habe 400% mehr Energie. Locker. Und das sind viele ganz kleine Elemente in meinem Alltag. Wenn euch dazu nochmal ein Video interessiert, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Dann mache ich das sehr gerne mal, was so diese vielen kleinen Elemente in meinem Alltag sind, dass ich so viel mehr Energie habe als noch vor 2 Jahren. Also schau, dass du für dich mehr Energie hast, dass du dir Zeit für dich nimmst. Du bist gerade nicht mit dir im Reinen. Das heißt, arbeite an deiner Selbstliebe, an deinem Selbstvertrauen, an deinem Selbstbewusstsein. Nimm dir Auszeiten in der Badewanne, nimm dir Zeiten, um ein gutes Buch zu lesen, auch gerne einen Ratgeber, der dir vielleicht gute Tipps gibt. Oder investiere gerne mal in einen von meinen Audiokursen, zum Beispiel zum Thema Selbstvertrauen. Das hat was mit dem, ne, auf sein Bauchgefühl hören. Weil wenn du dich mit dir beschäftigst, wenn du mit dir persönlich ins Reine kommst, hast du wieder eine ganz andere Beziehung zu deinem Partner. Und mach dir bewusst, dein Partner ist nicht dein Ventil. Dein Partner ist nicht das Ventil, um deine Unzufriedenheit herauszulassen. Das ist unfair ihm gegenüber. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst und wenn du diese Wut irgendwie rauslassen musst oder auch die Trauer, die Unzufriedenheit, schreibe, boxe, geh laufen, irgendwas, aber tu du selbst etwas dafür und lass es nicht an deinem Partner aus. Also da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten, einfach mal über deine Sorgen und Probleme zu schreiben. Vielleicht auch eine Freundin zu finden, wo ihr sagt, im gegenseitigen Austausch. Heute erzählst du mir, was bei dir schlecht läuft. Das nächste Mal erzähle ich dir, was bei mir schlecht läuft. Das hilft auch mal, so darüber zu sprechen. Oder such dir wirklich ein Ventil, in dem du einen Boxsack hast oder laufen gehst oder irgendwas, um mit diesen Gefühlen klarzukommen. Und sprich auch ganz offen mit deinem Partner darüber, dass du es nicht machst, weil du wirklich ganz ernsthaft ein Problem mit ihm hast, sondern weil du eigentlich ein Problem mit dir hast. Also diese Kommunikation finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt auf deine Nachricht antworten und deine Probleme so ein bisschen hoffentlich dir da weiterhelfen. Dann habe ich hier meine Fragen lauten, wie findet man zu sich selbst, wenn man gar nicht weiß, wie man ist, weil man sich den anderen Menschen ständig angepasst hat und auch nicht dieses berühmte Bauchgefühl hat. Ich gucke gerade mal in unserem Nachrichtenverlauf. Aha, also du bist relativ neu bei mir im WhatsApp-Verteiler. Das heißt, wir haben nämlich eine Woche gemacht, in der ich Tipps geteilt habe, wie man zu sich selbst finden kann, um zu deiner ersten Frage zu kommen. Und das möchte ich hier nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, was man da tun kann, um zu sich selbst zu finden, um sich selbst kennenzulernen. Zum einen habe ich da gesagt, Tagebuch schreiben. Und zwar nicht, hallo liebes Tagebuch, heute war ich einkaufen und heute habe ich XY getroffen, sondern Fragen zu beantworten. Da findet ihr im Internet, wenn ihr das einfach mal googelt, super tolle Anleitungen, über was für Fragen man eigentlich mal schreiben kann, nachdenken kann. Also zum Beispiel, was waren meine Hobbys früher als Kind? Was mache ich davon noch, was mache ich davon nicht mehr, warum mache ich das nicht mehr? Warum waren das meine Hobbys? Was ist mein Lieblingsort und warum ist das mein Lieblingsort? Wie möchte ich, dass mein Leben in 5 Jahren aussieht? Was ist mein Beitrag für die Welt? Also das habe ich damals in den WhatsApp-Nachrichten mit euch geteilt, auch diese verschiedenen Fragen. Wenn du das gerne nochmal haben möchtest, dann schreib mir sehr gerne, dann leite ich dir das gerne hier bei WhatsApp nochmal weiter. Also mal Tagebuch schreiben über solche Fragen, um sich selbst kennenzulernen. Es gibt wunderbare Bücher, die man lesen kann, die so in Richtung gehen, Selbstfindung, Selbstliebe. Was kann ich mir da anschauen, was kann ich tun? Auch die habe ich damals per WhatsApp geteilt. Auch das kann ich dir gerne nochmal schicken. Da sag gerne nochmal Bescheid. Und ansonsten wirklich so Zeit mit sich verbringen. Also auch mal aus seiner Komfortzone herausgehen und Dinge tun, die man sich vielleicht gar nicht so zutrauen würde. Also ich bin in dem Glauben aufgewachsen, ich bin ein unglaublich schüchterner Mensch und ich hasse es zu telefonieren, jetzt mal so diese 2 zu nehmen. Und ich bin überhaupt nicht schüchtern. Hallo, ich bin hier auf YouTube, mir gucken 5000 Menschen zu. Ich bin ein unglaublich aufgeschlossener Mensch geworden. Ich lerne ständig neue Leute kennen. Ich bin überhaupt nicht schüchtern und ich telefoniere stundenlang mit meinen Coaching-Klienten. Also ich habe auch überhaupt kein Problem damit zu telefonieren. Aber ich bin in diesem Glauben aufgewachsen. Es war in mir verankert, dass ich ein schüchterner Mensch bin, der nicht gerne telefoniert. Und ich bin eigentlich nicht so. Und das musst du erst rausfinden, indem du aus deiner Komfortzone trittst, indem du auch mal Dinge tust, von denen du denkst, das kann ich nicht, so bin ich nicht, davor habe ich Angst.
Denn nur dann lernst du dich wirklich kennen und verstehst, wer du eigentlich wirklich bist und ob diese alten Glaubenssätze eigentlich wirklich der Realität entsprechen. Also mach dir gerne mal eine Liste von Dingen, die du schon immer mal ausprobieren wolltest. Also was ich auch in den letzten Jahren ausprobiert habe. Einfach mal zu sehen, taugt mir das was? Macht mir das Spaß? Weil ich kann nicht sagen, bin ich so oder bin ich so? Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, wenn ich es halt nie ausprobiert habe, wenn ich es nicht getan habe. Und das ist immer ein großer Schritt hin zur Selbstfindung. Dinge ausprobieren und zu gucken, liegt mir das oder liegt mir das nicht. Bin ich ein künstlerischer Mensch? Probier es halt einfach mal aus in verschiedenen Art und Weisen. Bin ich ein sportlicher Mensch? Probier es halt einfach mal aus. Bin ich ein abenteuerlustiger Mensch? Ja, dann tu halt einfach mal irgendwas Abenteuerlustiges. Bin ich ein freiheitsliebender Mensch? Ja, dann mach doch irgendwie mal was so in die Richtung. Ja, so eine Backpacking-Tour oder keine Ahnung. Geht aus eurer Komfortzone, probiert verschiedene neue Dinge aus, jeden Tag, um festzustellen, mag ich das nicht, bin ich so oder bin ich so? Und das hilft ungemein. Aber schreib mir nochmal gerne, dann gebe ich dir die Inhalte dazu nochmal. Wir haben da mal so eine Woche gemacht, wo es so um Selbstfindung ging. Dann schicke ich dir das sehr, sehr gerne nochmal zu. Und dieses, wenn man dieses bestimmte Bauchgefühl nicht hat, das hat jeder, vor allen Dingen wir Frauen. Die Intuition von uns Frauen ist unschlagbar und das hat jeder von uns. Wir müssen nur wieder lernen, darauf zu hören. Und dafür habe ich ja einen Audiokurs gebastelt, das ist der mit mehr Selbstvertrauen Mama und Frau sein. Genau in diesem Audiokurs geht es genau darum, wie finde ich dieses Bauchgefühl wieder, wie lerne ich wieder darauf zu hören und wie kann ich das in meinem Alltag für mich nutzen und ja, mir das einfach zu nutzen machen. Genau, also überleg mal, ob du da vielleicht die 20 Euro in die Hand nehmen möchtest und da an deinem Bauchgefühl gerne arbeiten möchtest. Ich kann es sehr empfehlen. Also nach seiner Intuition zu leben, macht alles so viel einfacher. So, machen wir mal weiter. Hey Julia, was tust du, damit deine Kinder dich nicht stressen? Ich fühle mich oft von meiner 2-jährigen Tochter gestresst. Alles muss jetzt sofort geschehen, sie will alles haben und wenn sie nicht sofort alles kriegt, ist das Theater groß. Sie ist mittlerweile auch so groß, dass sie fast überall rankommt und hier bei uns ist es unordentlich. Überall liegt was rum, an das sie nicht dran soll, selbstverständlich, was sie aber interessiert. Sie lässt mir nur kaum Zeit, meine Sachen wegzuräumen. Meine Nerven liegen brach. Halbwegs in Ruhe essen machen, Kaffee machen, zu Ende essen. Denn mäglich, wie sie ist, isst sie wenig und ist schnell fertig. Alles undenkbar. Hast du Tipps? Auch da wieder, wir fangen ganz in Ruhe an. Was ich tue, um mich nicht stressen zu lassen, habe ich auch ganz oft gesagt, ich habe einfach mein Stresslevel extrem gesenkt. Durch Meditation, durch Yoga, durch den ganzen Kram, den ich so mache. Wenn ich früher schon hier oben war, bin ich jetzt hier unten und da kann sich viel aufbauen, ehe ich dann irgendwann mal gestresst bin. Und dann ist es natürlich auch bei meinen Kindern so, dass jedes der Kinder jetzt sofort etwas von mir möchte. Und wenn ich gerade mit dem einen Kind beschäftigt bin, will das andere ganz, ganz dringend was. Und da ist Kommunikation einfach ganz, ganz wichtig. Also zu sagen, nein, ich kann das jetzt nicht für dich tun, weil ich gerade dies oder das mache. Oder zu sagen, ich muss das jetzt noch schnell fertig machen, dann bin ich sofort bei dir. Also ich finde es wichtig, den Kindern relativ zügig ihren Wünschen nachzukommen. Immer natürlich im Rahmen. Aber wenn Kinder erstmal lernen, dass sie entweder extrem zickig werden müssen, um das zu bekommen, was sie wollen, oder dass sie sich extrem anpassen müssen, um an das zu kommen, was sie wollen, dann ist schon viel schief gelaufen. Und das möchte ich zum Beispiel für meine Kinder nicht. Aber man muss natürlich auch immer schauen, dass es mir gut geht. Also wenn ich zum Beispiel gerade das Abendessen mache, oder was auch immer. Also manchmal kann man Dinge ja auch einfach unterbrechen und macht das schnell für die Kinder und man hat seine Ruhe. Manchmal geht es aber einfach nicht. Ne? Wenn ich in der Badewanne zum Beispiel gerade liege, kann ich ihnen gerade nicht irgendwie irgendwas aufmachen oder weiß der Kuckuck. Und dann muss man das kommunizieren. Du, guck mal, ich liege hier gerade in der Badewanne. Ich kann gerade gar nicht raus und dir helfen. Warte einfach 5 Minuten, dann komme ich und dann mache ich das sofort. Immer in einer ruhigen Art und Weise. Denn sobald wir auch gestresst reagieren, wird es natürlich potenziell auch höher bei unseren Kindern. Unseren Kindern ist auch wichtig, dass wir ihnen zuhören, also dass wir sie auch für voll nehmen und nicht immer, mache ich später und ich kann jetzt nicht und geh weg, sondern dieses, erzähl mir, was du von mir möchtest, also sich immer die Zeit zu nehmen, den Kindern zuzuhören, auch wenn es gerade stressig ist, das geht. Was möchtest du gerade von mir? Und dann für sich zu überlegen, okay, wann kann ich das realisieren und das dem Kind mitzuteilen. Du, ich kann das in 5 Minuten machen, du, ich kann das in 2 Tagen machen und dann auch eine kindgerechte Begründung anfügen. Das kann ich dir zu dem Thema empfehlen oder so ist es halt auch, so wie ich das mache. Auch ich habe ein Kind, was viel Blödsinn macht, was überall rankommt und da halt entsprechende Schutzmaßnahmen
Türen, die zu verschließen sind, Dinge wegräumen in verschließbare Schränke etc. Da ersparst du dir wirklich ganz, ganz viel Ärger, wenn du da einfach mal durchgehst und guckst, was kann ich verschließen, damit sie da einfach nicht mehr rankommt. Und so viel dazu. Dann ging es bei dir noch weiter. Zustand der Wohnung verbessern, das ist ein großer Punkt und da bin ich dran, aber leichter gesagt als getan. Wie gesagt, Madame lässt mich nicht und wenn sie schläft, muss ich ausruhen, um es durch den Tag zu schaffen. Du kannst auch mit deinem Kind zusammen aufräumen, also da gibt es super coole Tipps, dass sie zum Beispiel entweder mitmachen, das ist immer super, super easy zum Beispiel, dass sie einfach mitmachen, dass man ihnen erklärt, was man da gerade tut. Also ich mache es halt oft so, ich sage, okay, ich muss jetzt dies und das und jenes aufräumen, guck mal, das und das will ich machen, damit es einfach schöner ist, damit ich das besser finde. Habt ihr Lust, mir zu helfen? Kinder wollen immer helfen. Und dann gibst du ihnen irgendwas anderes, wo sie nicht viel Blödsinn machen können, was dir vielleicht sogar weiterhilft. Oder du gibst ihnen eine Aufgabe im Kinderzimmer. Guck mal, während ich das hier mache, ihr würdet mir super helfen, wenn ihr in eurem Kinderzimmer dies, das oder jenes aufräumt. Irgendwas. Und wenn sie ihre Autos in eine Kiste räumen sollen. Oder wir haben zum Beispiel, also Vince sammelt unglaublich gerne Steine. Und die liegen dann auch überall im Haus verteilt. Also habe ich ihm mal die Aufgabe gegeben. Ich habe ihm eine schöne Kiste gebastelt. Das ist die Kiste für seine Steinsammlung. Und dann sollte er durch die ganze Wohnung laufen und seine Steine in seine Steinsammlungskiste einräumen. Das hat er super gern gemacht, weil er wusste, in dem Moment hilft er mir. Und seitdem wandern jetzt auch immer diese neuen Steine, die wir mitbringen, in diese Steinesammlungskiste. Also auch ein bisschen Fantasie und nicht die Kinder als Belastung und Beschränkung nehmen, sondern gucken, wie können sie dir helfen, wie kannst du das in Einklang, in Harmonie irgendwie umsetzen. Und auch da wieder kann man das ummünzen, was ich vorhin gesagt habe. Mach dir eine große Liste mit To-Dos, die du erledigt haben willst. Setz Prioritäten, brech das auf noch kleinere To-Dos runter und fang einfach an. Dann schreibt sie noch, dass eine weitere Baustelle ihre Ernährung ist und sie ein emotionaler Esser und süchtig nach Zucker ist und sie langsam nicht mehr weiß, wo sie anfangen soll. Nimm dir all deine Punkte in deinem Leben, die dich stören. Die Unordnung, dein Essverhalten, schreib dir alles auf und dann setz Prioritäten. Was ist gerade jetzt am nötigsten und was muss ich mich am nötigsten kümmern und was sind die Unterpunkte und tu es dann halt wirklich auch. Schreib es dir in deinen Kalender, setz dir To-Dos. Wenn deine Ernährung schlecht läuft, kauf dir ein Buch, geh in entsprechende Facebook-Gruppen, schau dir YouTube-Videos an, guck auf entsprechenden Websites, geh zu irgendwelchen Webinaren, irgendwelchen Vorträgen, wo die Leute dir dabei helfen. Fang einfach an, das ist der einfachste Schritt. Und wenn du sagst, wenn sie schläft, musst du dich ausruhen, um das durch den Tag zu schaffen. Also ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, ich kann eine Stunde schlafen und bin nicht so erholt, als wenn ich 15 intensive Minuten mache. Und mit 15 intensiven Minuten ist gemeint 15 Minuten Yoga, 15 Minuten Meditieren, 15 Minuten Powernap oder eine geführte Hypnose auf YouTube. Da gibt es mega tolle Videos, verlinke ich euch auch gerne in der Infobox. Also diese 15 Minuten bringen mir mehr als eine Stunde schlafen und dann mach lieber was Intensives in der kürzeren Zeit und hab dann noch freie Zeit, um was zu schaffen. So. Weiter geht es mit einer nächsten Nachricht. Hallo, meine beiden großen Jungs haben sich ständig in den Haaren. Sie sind 11 und 8. Manchmal weiß ich nicht weiter. Also wie gesagt, Erziehungsfragen, da bin ich nicht so der Held für, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Schlichtungsmethoden. Also es ist wichtig, dass Kinder sich streiten, dass sie Konflikte zu bewältigen lernen. Das heißt, du musst anleiten. Was ist der Konflikt? Was sind Konflikte, die immer wieder kommen? Also da gibt es eine ganz, ganz tolle Coaching-Übung. Wenn du Lust hast, machen wir die gerne mal zusammen. Ich reiße es mal im Groben an. Man schreibt sich auf, was das Problem ist. Also vielleicht gibt es einen Konflikt, der immer mal wieder auftritt. Und schreibt dann auf, was daran halt alles so doof läuft. Und dann schreibt man sich auf, wie man es lieber hätte. Ne? Also, dass sich die Jungs zum Beispiel verstehen. Und dann guckt man immer, was ist das Problem und was könnte ich dafür tun, dass es besser läuft, dass ich diese kleinen Probleme aus der Welt räume. Konflikte entstehen durch so, so viele Dinge, weil sich ein Kind vernachlässigt fühlt, weil ein Kind gerade im Schub ist, weil ein Kind gerade super viel Stress hat, weil ein Kind gerade vielleicht nicht weiß, wie es mit seinen Emotionen umgehen soll. Ne? Also diese Konflikte, dieser Streit zwischen deinen Jungs,
der hat ganz, ganz viele verschiedene Ursachen und die musst du herausfinden und dann an diesen Ursachen arbeiten und dann vermindest du einfach die Konflikte zwischen deinen Jungs. Also guck dir ganz genau an, was könnten gerade die Probleme deiner Kinder sein, wie kann ich diese Probleme lösen, bearbeiten, um dann einfach ein konfliktarmeres Zusammenleben zu haben. Also melde dich da gerne, wenn wir diese Übung mal in einer Einzelstunde zusammen machen wollen und das mal zusammen angucken wollen. Weiter geht's. Liebe Julia, vielen Dank für deine heutige Sprechstunde. Ich würde mich über einen Tipp freuen, wie man morgens besser und motivierter aus dem Bett kommen kann. Ich komme morgens kaum aus dem Bett, da ich weiß, was am Tag alles ansteht. Arbeit, Kind in den Kindergarten bringen, dann nach der Arbeit wieder abholen und zum Spielplatz turnen etc. gehen. Haushalt kommt dann auch noch. Auf so einen Tag kann ich mich schlecht freuen, weil ich den Stress schon morgens spüre. Es fühlt sich an wie ein Teufelskreis. Bin ich voll bei dir, kann ich so gut nachvollziehen. An dem Punkt war ich auch. Wir splitten das mal auch auf mehrere Sachen auf. Und zwar erstmal, wie kannst du morgens motivierter aus dem Bett kommen? Zum einen, noch in der Zeit, wo du gerade wach wirst, die Augen schließen und 5 Dinge aufzählen, für die du heute dankbar bist. Dann setzt du schon erstmal ein ganz, ganz anderes Energielevel für den Tag. Also du stehst nicht auf in den Gedanken an, was heute alles Kacke ist und auf was du heute alles keinen Bock hast, sondern du stehst auf mit einem positiven Energielevel, weil du dir gerade alles aufgezählt hast, wofür du dankbar bist und hast so eine liebevolle Energie dann einfach. Das hilft. Dann gibt es wunderbare, ich nenne es mal Motivationsaffirmationen, auch auf YouTube. Die sind so 5 Minuten lang. Also das schaffst du morgens auch noch. Und wenn es dir beim Zähneputzen anhörst, die verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox, mach dir da eine Routine draus, dass du zum Beispiel morgens beim Zähneputzen Stöpsel in den Ohren oder wie auch immer und dann hörst du dir diese Power-Affirmation morgens an. Das hilft wirklich, weil dein Unterbewusstsein darauf programmiert wird, einfach motiviert zu sein und alles positiv zu betrachten, alles aus einem positiveren Blickwinkel zu betrachten. Und dann habe ich bei dir auch rausgehört, so ein bisschen, ne, dein Alltag macht dir gerade offensichtlich nicht viel Freude, du hast da gerade nicht wirklich viel Bock drauf, also schau, manche Dinge können wir einfach nicht ändern, manche Dinge sind einfach stressig und nervig, aber schau, dass du jeden Tag etwas für dich tust, um so deine Seele ein bisschen zu pflegen. Ne? Also, dass du dir jeden Tag Zeit für dich nimmst und wenn das 5 Minuten sind und dir irgendwas Gutes tust, ein Bad nimmst, ein Stück Schokolade isst, ein Buch liest, meditierst, irgendwas, damit es dir gut geht, damit du etwas Gutes jeden Tag für dich tust. Das sind immer so diese kleinen Schritte dahin. Weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial, ganz, ganz viel bei dir, was man ändern kann. Du musst jetzt halt sehr arg aufpassen, dass das halt nicht irgendwann mal abrutscht und schlimmer wird, sondern dass du jetzt schon die ersten Schritte tust, weil dieses morgens nicht aufstehen wollen, ist immer schon mal ein schlechtes Zeichen. Also guck, dass du mit diesen kleinen Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, anfängst. Also morgens erstmal, wofür bin ich dankbar? Nicht gleich an das denken, was heute alles scheiß laufen kann. Dann diese Power-Affirmation dir gerne anhören und dann mal gucken, was kannst du über den Tag verteilt für dich tun? Was kannst du dir an schönen neuen Routinen für dich schaffen? Welche motivierenden Bücher kannst du lesen? Fängst du mal mit Meditation, mit Yoga an? Möchtest du Tagebuch schreiben? Möchtest du irgendein neues Hobby starten? Also da gibt es so viel Potenzial, was man da tun kann. Hallo Julia, ich freue mich riesig über deine Sprechstunde. Ich habe da mal so ein Anliegen, worüber ich schon länger nachdenke. Und zwar geht es darum, dass wir nicht gerade minimalistisch eingestellt sind. Ist ja eigentlich kein Problem, aber irgendwie doch ein Problem. Denn meine Überlegung geht in die Richtung, nimmt das Chaos in der Wohnung Einfluss auf unser Unterbewusstsein? Definitiv. Wenn du im Chaos lebst, ist auch dein Kopf chaotisch. So aufgeräumter und cleaner deine Umgebung bist, umso ruhiger und aufgeräumter ist auch dein Kopf. Deswegen sagt man ja auch, man sollte niemals versuchen zu meditieren in einer unaufgeräumten Umgebung. Dann kannst du dich einfach nicht entspannen. Das geht einfach nicht. Deswegen zum Beispiel der Meditationsort sollte immer ordentlich und aufgeräumt sein. Also das hat schon seine Gründe. Ich glaube einfach, wir haben einfach viel zu viel, wovon auch nicht alles seinen festen Platz hat, was ja schon mal ein Problem ist, genau. Ich habe einfach in letzter Zeit bemerkt, dass es mich total unruhig macht, wenn ich prall zugestopfte Schränke öffne, verstehe ich. Und die Kinder wollen auch nicht ihre Reiche aufräumen, was vielleicht auch an der Masse ihrer Besitztümer liegt. Absolut. Mal ehrlich, wenn ich meine Kellertür öffne, möchte ich sie auch am liebsten wieder schließen, da das Chaos einen erdrückt. Bestimmt geht es den Kindern ähnlich. Absolut. Ein aufgeräumtes
kleines bisschen Minimalistisches zu Hause hilft auch den Kindern, einfach Ordnung zu halten, den Überblick zu behalten. Und wie gesagt, wenn du Struktur in deiner Außenwelt hast, kannst du auch leichter Struktur in deinem Kopf schaffen. Hast du Tipps zum Ausdünnen der Kinderzimmer? Meine Kinder sind nicht gerade kooperativ, wenn ich Dinge weggeben oder schmeißen will. Aber sie haben so viel zu viel. Will auch nicht hinterrücks hingehen und heimlich Dinge verschwinden lassen. Aber Weihnachten steht fast vor der Tür. Kennst du diese Situation? Was machst du dagegen? Ich kann dir ja mal da ganz speziell... Also A, möchte ich dir ein Buch empfehlen, was ich gerne mal unten in der Infobox verlinke. Da geht es so ein bisschen um Ordnung schaffen und Dinge ausmisten. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret auf das Kinderzimmer zu sprechen gehen. Also am Schrank deiner Kinder kannst du dir, glaube ich, ohne Probleme zu schaffen machen, nehme ich an. Dass du einfach schaust, ich weiß, wir sind so, oh, das Teil ist süß und das Teil ist süß, aber ich kaufe wirklich nur noch, was brauche ich, wie viel brauche ich davon. Und wenn ich weiß, ich habe alles, ich brauche nichts mehr, dann wird auch nichts gekauft. Und wenn mir dieses Teil noch so gut gefällt, aber damit es einfach nicht zu viel in den Kleiderschränken wird. Und dann kannst du deine Kinder, ich habe jetzt nicht rausgelesen, wie alt deine Kinder sind, auf verschiedene Art und Weise motivieren, auszumisten. Zum einen kann man jetzt gerade in der Weihnachtszeit, in der bevorstehenden Weihnachtszeit, mit den Kindern sagen, hey, okay, da gibt es diese Spendenaktion, such dir eine raus bei dir in der Nähe. Vielleicht wird an bedürftige Kinder gespendet, an Krankenhäuser, an irgendwas. SOS-Kinderdörfer nehmen da auch immer sehr, sehr gerne Sachen an. Also guck mal, was bei dir in der Nähe gibt. Du erzählst deinen Kindern davon, dass es das gibt und dass es da Kinder gibt, denen es so viel schlechter geht als ihnen. Also ne, bau das ruhig ein bisschen aus, sammel da viele Informationen, damit sie das auch verstehen. Und sagt dann, kommt, wir gehen jetzt ins Kinderzimmer und wir gucken mal, mit welchen Dingen wir den anderen Kindern eine Freude machen können. Mit was ihr vielleicht nicht mehr so oft spielt, wovon ihr sagt, das möchtet ihr von Herzen gerne weggeben. Also das hat ganz viele andere Moment, ich muss den Satz nochmal anfangen. Also, wenn du mit deinen Kindern so etwas tust, wenn du sie A dazu anleitest, anderen Menschen zu helfen, von sich selbst etwas abzugeben, für andere zu tun, sind es ganz viele Erziehungstools, die du da gerade anwendest. So, ich finde nicht die richtigen Worte, aber ich glaube, es ist verständlich, was ich meine. Also das wäre zum Beispiel eine Aktion, um deine Kinder zu motivieren. Und dann sage ich dir noch das eine, was ich immer mache, was bei meinen Kindern funktioniert. Ich sage immer, also bei uns werden ja gebrauchte Spielsachen jetzt zum Beispiel oder auch Klamotten verkauft. Und dann sage ich immer, ja, wir verkaufen das, um davon Neues zu kaufen. Und dann kannst du das, je nachdem wie alt deine Kinder sind, auch wirklich offenlegen. Also sagen, okay, wir geben die und die Dinge weg. Oder wir verkaufen die und die Dinge. Guck mal, am Ende ist so und so viel Geld übrig geblieben. Von dem Geld können wir jetzt gucken, was wollen wir eventuell Neues kaufen. Zum Beispiel, ja. Oder ihr sagt dann, hey, okay, wir wollen super gerne in den Urlaub fahren. Wir gehen Deal mit euch ein. Ihr dürft sagen, wohin wir in den Urlaub fahren. Dafür wäre es halt cool, wenn ihr ein paar Spielsachen spenden würdet, um diesen Urlaub zu finanzieren. Also je nachdem, wie das bei dir in der Familie läuft, was du für ein Typ bist, wie du das vereinbaren kannst. Also Kinder muss man immer so ein bisschen ködern, aber es ist absolut machbar und möglich. Okay, hier kommt noch eine super, super, super lange Nachricht. Das Thema Haushaltsroutinen. Hintergrund, ich 29 und Tochter 9 Jahre. 8 Jahre depressive Phasen durch Hormonspirale. Nach Elternzeit zu Hause ausgezogen, Ausbildung beendet, nie Haushalt in den Griff bekommen. Vor 3 Jahren in ein Haus gezogen, mit Freund zur Miete, Sanierung gemacht, viel Besuch, Haushalt war auf einem guten Weg. Ich war endlich glücklich mit der Wohnsituation und meiner ersten Teilzeitstelle, Kind und ich aus der stressigen Stadt raus aufs Land. Dann vor 1,5 Jahren stressbedingte Trennung von ihm aus, neue Wohnung in der Nähe gemietet. Wohnung schön, nur Balkon, Terrasse fehlt, aber ich scheitere wieder am Haushalt. Ich schaffe es nicht, To-Do-Listen einzuhalten. Ich versuche, klein anzufangen, eine Schublade-Ecke mir vorzunehmen. Das klappt aber. Danach geht es den nächsten Tag nicht weiter. Ich kenne Smart-Zielsetzung und so weiter, bin bei einem System angemeldet, welche Erinnerungs-E-Mails schickt mit den Tagesaufgaben, habe mir Listen und Eroberungen an markante Stellen der Wohnung angehängt. Gefühlt funktioniert nichts. Also erstmal Glückwunsch dafür, dass du dich so intensiv wirklich im Vorfeld mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Viele sind an einem Punkt nicht, aber das ist schon mal wirklich meine Hochachtung davor. Entweder vergesse ich im vollen Tag die Aufgabe und sehe die Erinnerung nicht, oder ich lande nach der Arbeit direkt auf dem Sofa und grübel darüber, dass ich anfangen sollte. Also A, fehlt dir offensichtlich die Motivation.
setz dich mal hin und schreib, warum willst du das tun? Warum? Wodurch kannst du dir Motivation suchen? Du möchtest das, damit du und deine Tochter ein schönes Zuhause hast. Du möchtest es aufgeräumt, weil dann auch aufgeräumt in deinem Kopf ist. Du möchtest es aufgeräumt, weil du dich besser fühlst. Setz dich mal hin, schreib mal auf, warum möchtest du das tun? Wo ist die Motivation dahinter? Dann versuch dich zum Beispiel zu motivieren durch kleine Belohnungen. Wenn ich diese große Aufgabe geschafft habe, dann mache ich dies oder das oder jenes zum Beispiel. Früher habe ich das Chaos nicht so gesehen. Seitdem es mir psychisch besser geht, sehe ich es aber und empfinde es auch als extrem störend. Früher war es mir eher egal. Ich kann wegschmeißen, aussortieren und versuche gerade, Dinge ihren festen Platz zu geben. Auch super. Du hast einen Plan. Du weißt, dass du was wegschmeißen musst. Du weißt, dass Dinge einen festen Platz brauchen, wo sie hingehören. Also du bist schon mega weit. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wenn Kinderbesuch angesagt ist, schaffe ich innerhalb eines Tages Ordnung und stelle mein Schlafzimmer zu. Geputzt wird dann auch, aber so richtig wohl fühle ich mich trotzdem nicht und lange hält die oberflächliche Ordnung auch nicht. Was ich so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, ist, es geht nicht nur um die Unordnung in deinem Haushalt. Da ist auch irgendwas hier und irgendwas hier, was dich beschäftigt. Dass du dich gerade so sehr fokussierst und auf diese Unordnung und das gerade so zu deinem großen Thema macht, hat eigentlich einen tiefer sitzenden Grund, der irgendwo hier oder hier liegt. Geh da mal in dich, da würde ich sehr gerne mal mit dir drüber sprechen. Mein Ziel ist auch nicht eine Wohnung wie aus dem Katalog geleckt. Wer will das schon? Man darf gerne sehen, dass wir leben, aber ich mag offene Türen besuchen. Finde ich super schön. Ich möchte einfach das Anfangen ohne nachzudenken lernen und das Putzen und Zurückstellen als festen Bestandteil des Tages haben. Das ist super, du hast ein Ziel und du weißt eigentlich auch, wie du an dieses Ziel kommst. Du weißt auch, dass du täglich was dafür tun musst. Verurteile dich nicht, wenn es mal nicht so klappt. Also viele Frauen haben sich ja noch nicht so mit ihrem Zyklus zum Beispiel beschäftigt. Es gibt Tage unseres Zykluses und wir können das nicht beeinflussen. Ne? Unser Zyklus beeinflusst uns. Es gibt Tage in unserem Zyklus, da sind wir super produktiv. Und wenn du diese Tage kennst und deinen Zyklus einfach mal überprüfst, weißt du, wann diese Tage sind, dann versuch so viel wie möglich in diesen Tagen zu schaffen. Und dann gibt es Tage in unserem Zyklus, wo wir einfach nichts auf die Reihe kriegen und auf nichts Bock haben. Und das ist völlig okay. Das ist hormongesteuert. Und dann verurteile dich auch nicht dafür, wenn du an diesen Tagen nichts gebacken bekommst. Dafür weißt du, dass du an den produktiven Tagen eigentlich diese Tage schon wieder rausgearbeitet hast. Mittendrin war ich übrigens mal beim Jugendamt und habe nach Hilfe gefragt. So als Anfang 20-Jährige fühlt man sich doch sehr alleingelassen. Wurde abgewiesen, finde ich super schlecht. Habe einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Sie wissen nicht, ob die Dame dort noch arbeitet, aber die wären in einer anderen Organisation, welche mit Depressiven arbeitet. Finde ich erstmal super schlecht vom Jugendamt, wobei Jugendamt nicht meine erste Anlaufstelle tatsächlich gewesen wäre, sondern wieder sowas wie Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, irgendwelche Selbsthilfeorganisationsgruppen. Google, fragt Google, gebt euer Thema ein und euren Ort und schaut mal, was es da so gibt. Seitdem fällt mir das sehr schwer, nach Hilfe zu fragen, da ich oft Absagen bekomme. Verstehe ich gut, das ist echt scheiße und das ist ein Armutszeugnis. Schau mal wirklich spezifischer einfach. Meine Eltern haben kein Verständnis und Feingefühl. Das ist etwas, das wäre zum Beispiel ein Punkt, an dem du wahrscheinlich auch arbeiten musst. Mein Ex hilft ab und an. Enge Freunde in der Nähe habe ich nicht mehr, baue aber gerade neue Freundschaften auf. Super, super, du hast erkannt, du baust Freundschaften, du baust sie auf. Mega. Aber mit so einem Problem platzt man nun mal nicht in die Tür. Das ist auch richtig. Aber man hat auch Freundinnen, um mit ihnen Probleme besprechen zu können. Du kannst auch wirklich ganz offen und ehrlich sagen. Du kannst sagen, hey du, ich weiß, wir kennen uns noch nicht lange, aber ich habe da echt ein Problem, was mir auf der Seele brennt. Ich muss mit jemandem darüber reden. Darf ich mit dir darüber reden? Ist das in Ordnung für dich? Fertig. Nächste Woche habe ich nochmal ein Gespräch beim Psychologen, auch sowas, ja, aber schau da gerne auch mal bei Maria vorbei. Die hat zum Beispiel aus Erfahrung gesagt, 9 Monate Therapie haben ihr nicht so viel geholfen wie zum Beispiel ein intensives Coaching. Bin gespannt auf Mutter-Kind-Kur. Ja, klar ist was man versuchen kann. Bin gespannt, habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Alana, wegen Haushalt geht es ihnen schon nicht so schlecht, dann das muss ja nun mal jede Mutter machen. Wenn ich sowas höre, kriege ich so einen Hals. Das ist so ärgerlich. Das ist so furchtbar. Bei solchen, weiß ich nicht, also
Geh woanders hin. Jeder hat die Möglichkeit, seinen Arzt zu wechseln, seine Krankenkasse zu wechseln. Wenn die Leute dich nicht verstehen, wenn sie das nicht als Problem sehen, haben sie ihren Beruf verfehlt. Geh bitte woanders hin. Ich finde das so schlimm. Okay, also sie schreibt noch, sie könnte sich so eine Beratung, Coaching nicht leisten. Also ja, dann guck, dass du so viel wie möglich aus dem ziehst, was ich mache. Aber du musst dir unbedingt angucken, was die dahinterliegenden Probleme sind. Dein Haushalt ist ein Zeichen deiner eigentlichen Probleme, würde ich jetzt mal so sagen. Fang an, wie ich das schon mal gesagt habe heute, Tagebuch zu schreiben und dir verschiedene Fragen zu stellen, um da irgendwie dahinter zu kommen, was sind die eigentlichen Schwierigkeiten. So, und dann habe ich noch etwas Letztes. Dafür muss ich auch noch mal einen Schluck trinken. So. Okay. Hallo Julia. Was ich mich immer wieder frage, wann machen denn andere Mütter ihren Haushalt? Also das Haushaltsthema kommt echt mega oft, ne? Ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Probleme damit, meinen Haushalt stressfrei zu schaffen. Gar nicht. Okay. Ich habe 2 Kinder, 2 und 4, und gehe 40 Stunden in der Woche arbeiten. Mein Respekt, wirklich. Ich stehe morgens 5 Uhr auf, die Kinder sind 6.30 Uhr im Kindergarten, ich bin 7 Uhr auf Arbeit. 16 Uhr hole ich sie ab, dann gehen wir auf den Spielplatz oder erledigen Einkäufe und schwupps ist es 18 Uhr und Zeit für das Abendessen. Wenn die Kinder 19 Uhr schlafen, muss ich den nächsten Tag vorbereiten und habe dann oft noch Büroarbeit, also sowas wie Behördenbriefe abhängen, E-Mails beantworten. Und dann falle ich todmüde ins Bett. Verstehe ich. Einmal in der Woche kommt meine Mutter zum Babysitten, weil ich da bis 18 Uhr arbeiten muss. Es bleibt also nur das Wochenende für den Haushalt. Da mache ich dann die Wäsche, das Bad und das Geschirr. Und zu mehr kann ich mich einfach nicht aufraffen. Wochenende ist zur Erholung und für Familienzeit da. Aber hier sieht es aus, ich schäme mich wahnsinnig, wenn Besuch kommt und fühle mich auch selbst nicht mehr wohl. Wenn du dich selbst in deinen 4 Wänden nicht wohlfühlst, ist es absolut höchste Zeit, daran was zu ändern und daran zu arbeiten. Wirklich, das ist echt nicht schön, wenn man sich zu Hause nicht wohlfühlt. Mein Job macht mir Spaß und ich will ihn nicht verlieren. Das ist schön. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, meine Stundenanzahl zu verringern. Das wollte ich dir nämlich schon fragen. Genau, das wäre ein Traum. Ständig habe ich ein schlechtes Gewissen, dass die Erzieherin im Kindergarten meine Kinder öfter sehen als ich. Gehen wir erstmal auf das Letzte ein, was du da gesagt hast. Da musst du für dich im Reinen sein. Wenn du sagst, du möchtest diesen Job unbedingt behalten, dann muss es für dich auch in Ordnung sein, dass deine Kinder halt viel fremd betreut werden. Wenn es dir aber wichtiger ist, deine Kinder öfter zu sehen, musst du dich von dem Job, den du sehr magst, eventuell trennen. Das ist etwas, worüber du mal intensiv, glaube ich, nachdenken solltest. Was ist dir wichtiger? Also ist es für dich okay, den Job zu machen, den du gerne machst? Und ist es okay, dass die Kinder dadurch oft in Fremdbetreuung sind? Dann ist alles fein. Wenn es nicht für dich okay ist, dann geh in dich und guck, was du tun kannst. Ja, also dir bleibt, du hast erzählt, wie dein Tagesablauf ist, dir bleibt unter der Woche keine Zeit für so Sachen. Verstehe ich absolut. Versuch dir kleine Hacks anzueignen. Da kann ich dir einen super guten YouTube-Kanal mit Mom Hacks empfehlen, die wirklich Zeitersparnis bringen, die wirklich gut sind. Klick dich da mal durch ein paar Videos durch, da findest du bestimmt ein paar Sachen. Und ansonsten, okay, du hast Samstag, sagen wir mal, also du hast ja gesagt, du hast nur das Wochenende und das ist eigentlich zur Erholung und zur Familienzeit da. Sagen wir doch mal, der Sonntag ist zur Erholung und Familienzeit. Sonntag wird nichts getan. Also hast du noch den kompletten Samstag. Und schau halt, wie kannst du viel in kürzester Zeit schaffen? Wer kann dich dabei unterstützen? Also hast gerade nichts von einem Partner erzählt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also wie kann dein Partner dich unterstützen? Dein 4-jähriges Kind kann dir auch schon in einem gewissen Maße ein kleines bisschen was helfen. Schau einfach, nimm dir am besten mal auch da, wären so die ganzen Aufgaben, die du wirklich am Samstag machen musst und schau, wie kannst du Blöcke machen, wie kannst du es dir so einfach wie möglich machen, wie kannst du es so schnell wie möglich machen. Was sind vielleicht kleinere Dinge, die du auch von Montag bis Freitag irgendwie mal dir da irgendwie mal einbauen kannst. Also vielleicht sagst du auch, in diesen 5 Tagen, Montag bis Freitag, nimmst du dir jeweils ein Zimmer vor. Montag bringst du halt, wenn die Kinder im Bett sind, nur noch das Wohnzimmer in Ordnung. Am Dienstag putzt du dann das Bad, wenn sie im Bett sind. Am Mittwoch putzt du halt die Küche, dass du dir jeden Tag nur einen Raum nimmst und sagst, du investierst dann abends nochmal eine halbe Stunde und du weißt, es ist erledigt und ein Raum ist wieder in Ordnung, zum Beispiel. Schau aber auch, vielleicht bekommst du doch nochmal irgendeine Art von
Unterstützung. Also ja, Stundenreduktion, das wäre eigentlich mein großer Tipp gewesen. Aber wenn das nicht geht, dann schau für dich, kommst du damit klar? Oder wenn du nicht damit klarkommst, dann musst du halt eventuell doch mit dem Gedanken spielen, dir einen anderen Job zu suchen, bei dem du weniger Stunden arbeiten gehen kannst, damit das für dich halt einfach nicht mehr so stressig ist. Und dann guck, dass du dich gut um dich kümmerst. Ich habe da auch sehr viel Müdigkeit rausgelesen und Stress und Überforderung rausgelesen. Also auch da wieder der Tipp, tu jeden Tag auch eine Kleinigkeit für dich. Also tu nicht nur immer was für andere. Also nicht nur für deine Kinder, nicht nur für den Job, nicht nur für den Haushalt, sondern auch jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit für dich. So, ich habe einen unglaublich trockenen Mund. Ich glaube, es ist auch wieder ein sehr langes Video geworden. Ich glaube, es waren doch wieder ein bisschen andere Themen als beim letzten Mal. Und ich hoffe, dass da wieder einiges für euch dabei war. Das freut mich immer sehr, deswegen mache ich das. Also schreibt mir gerne in den Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir bleiben so im 2-Wochen-Rhythmus. Das heißt, dass es dann in, also wenn ihr das Video jetzt seht, in 1,5 Wochen wieder eine Sprechstunde geben wird. Das teile ich immer auf Instagram eigentlich und auf Facebook. Und wenn ihr in meinem WhatsApp-Verteiler drin seid, erfahrt ihr das dann auch auf jeden Fall immer. Und wie gesagt, versucht es dann wirklich, eure Fragen auf diese Zeit zu beschränken. Wie gesagt, in Notfällen bin ich da. Und wenn ihr sagt, okay, ein Coaching kann ich mir tatsächlich nicht leisten, dann guckt vielleicht, ob der Audiokurs was für euch ist. Oder vielleicht doch mal das E-Book, was ja, also das ist ja wirklich, das ist ein Schnäppchen, um einfach so mit Kleinigkeiten anzufangen. Was kannst du noch über diese Videos hinaus vielleicht tun? Das würde mich sehr freuen. Ich verabschiede mich jetzt. Ich muss das ganze Gedöns ja jetzt hier auch noch schneiden. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr vielleicht eine Freundin habt, wo ihr sagt, ey, die spricht mit mir immer über eine und dieselbe Sache, das wäre mal was für deine Sprechstunde, dann sagt ihr da super gerne Bescheid. Die kann mir dann hier irgendwo folgen, damit sie Bescheid weiß, wann das nächste Mal eine Sprechstunde ist. Und dann kann sie mir auch ihre Frage gerne stellen. Und wie gesagt, wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!